keine Lust auf lange Dialoge, komplexe Taktik oder langwieriges Charaktermanagement? Dann seid ihr hier genau richtig, denn in diesem Video wird erst geschossen und dann eigentlich auch nicht mehr gefragt. Hier kommen die besten Shooter des Jahres 2015. Wolfenstein: The Old Blood ist zwar nur eine Erweiterung zum Oldschool-Shooter Wolfenstein: The New Order, doch BJ Blazkowicz' neuer Rachefeldzug unterhält rund 8 Stunden lang und kostet dabei gerade mal schlappe 20 Euro. Neben normalen Regimeschergen gibt's jetzt auch Zombie-Soldaten, die man mit BJs neuem Multifunktionsrohr umprügeln darf. Der Kolben lässt sich auch wunderbar als Kletterhilfe und Seilbahnrutsche einsetzen. Wer auch nur entfernt etwas mit altmodischen Shootern anfangen kann, wird mit The Old Blood seine helle Ballerfreude haben. Am PS4-exklusiven Shooter The Order scheiden sich ein wenig die Geister. Die einen fühlen sich als Spieler unterfordert, die anderen feiern die Abenteuer des schnauzbärtigen Helden Grayson als perfekte Fusion aus Action- und Filmerlebnis. Unstrittig ist aber, dass The Order 1886 definitiv zu den grafisch beeindruckendsten Titeln der aktuellen Konsolengeneration gehört. In einer alternativen Zeitlinie erforschen wir mit Grayson das viktorianische London von 1886 und bekämpfen dort nicht nur eine Rebellion gegen die Krone, sondern auch übernatürliche Wesen wie Werwölfe. Man kann The Order mangelnde Tiefe vorwerfen oder es ganz einfach als das genießen, was es ist. Ein packend inszenierter Hollywood-Blockbuster im viktorianischen Sci-Fi-Setting, dessen Actionsequenzen wir als Baller-, Kletter- und Schleichpassagen selbst in die Hand nehmen dürfen, statt einfach nur zuzusehen. Und das sollte sich kein PS4-Besitzer entgehen lassen. Star Wars-Fans, die die Schlacht um Hoth aus der Sicht eines Rebellensoldaten oder Sturmtrupplers erleben wollen, müssen Star Wars Battlefront spielen. Da gibt es keine Diskussion. Der Multiplayer-Shooter von DICE stellt die Schlachten aus der alten Star Wars-Trilogie so atmosphärisch und actionreich dar wie noch kein Spiel zuvor. Wer allerdings für den Krieg der Sterne nicht viel übrig hat, muss einige Abstriche machen. Vor allem inhaltlich kocht Battlefront auf Sparflamme. Alle Modi spielen nur auf den vier Planeten Hoth, Endor, Tatooine und Sullust. Außerdem fehlen spannende Inhalte für Einzelspieler. Wenn wir im Modus Kampfläuferangriff riesige AT-ATs unter lautem Krachen zum Einsturz bringen, ist der Frust über die fehlende Abwechslung aber schnell wieder vergessen. Not my turn. Der zweite eigene Serienteil vom Entwickler 343 Industries ist ein Pflichtkauf für Xbox One Shooter-Fans. In der Kampagne schlüpfen wir abwechselnd in die Rolle von Master Chief und seinem Verfolger, dem neuen Spartan Locke, die verschiedene neue Planeten bereisen. Dabei wechseln sich Halo-typisch Ballerpassagen mit Fahrzeugeinlagen ab, erstere spielen sich dank neuen Schubdüsen und Kletterfunktionen nochmal besser. Der mit der Kampagne, die auch zu viert im Koop-Modus spielbar durch ist, stürzt sich in die beiden umfangreichen Mehrspieler-Modi Arena und Warzone, letzteres mit Massenschlachten auf riesigen Karten. König der Besessenen, das erste große Add-on zum MMO-Shooter Destiny, macht alles besser als das Hauptspiel. Die Erweiterung erzählt erstmals eine zusammenhängende und nachvollziehbare Geschichte, bietet Abenteurern unzählige Quests mit lukrativen Belohnungen und natürlich tonnenweise neuer Waffen und Items. Die zahlreichen Strikes und Beutezüge fesseln selbst Solisten über 50 Stunden lang an den Controller. Fehlte Destiny zum Release Ende 2014 noch das Fleisch an den Knochen, kann sich nun niemand mehr über den Umfang beschweren. Destiny, König der Besessenen, ist spannender, motivierender und fordernder als jemals zuvor, so wie der Online-Shooter von Anfang an hätte sein sollen. Jedes Jahr die gleiche öde Ballerbude? Von wegen. Call of Duty Black Ops 3 macht einiges anders als seine Vorgänger. Der mittlerweile 12. Teil der Shooter-Serie bietet erstmals nicht nur eine, sondern gleich zwei umfangreiche Kampagnen, die insgesamt rund 16 Stunden unterhaltsame Popcorn-Action bieten. Und das entweder alleine oder im Vierspieler-Koop-Modus. Obendrein sorgt der fordernde Vierspieler-Zombie-Modus für stundenlange Unterhaltung und wie üblich gibt's wieder einen umfangreichen Multiplayer-Modus mit neuen Spezialistenklassen und neuem Bewegungssystem. Somit ist Black Ops 3 nicht nur das umfangreichste Call of Duty, sondern auch eines der besten der Serie.
Sofort die Hände über den Kopf! Neues Setting, neues Team. Battlefield Hardline wird nicht von DICE entwickelt, sondern von den Dead Space-Machern von Visceral Games. Trotzdem bleibt auch das Spin-off den Multiplayer-Shooter-Wurzeln treu, allerdings mit anderem Setting. Polizisten kämpfen gegen Verbrecher und liefern sich hitzige Feuergefechte in Kombination mit wilder Fahrzeug-Action. Die Karten mögen kleiner ausfallen als in Battlefield 4, dafür gehen mit Blood Money, Hotwire und Heist neue Mehrspieler-Modi an den Start, die auf das Polizeiszenario zugeschnitten sind. In unserer Welt sind ein Soldat, ein Zwerg, eine Elfin, eine Magierin und ein Hexenjäger höchstwahrscheinlich eine Karnevalstruppe, in Vermintide dagegen kompetente Kammerjäger und die letzte Hoffnung im Kampf gegen den Untergang. In Koop-Missionen in und um die Stadt Ubersraik zerlegen wir zu viert Horden von Rattenmenschen und erfüllen Ziele wie das Sammeln von Nahrungsreserven. Obwohl jede Klasse im Grunde nur über zwei Nah- und einen Fernkampfangriff verfügt, spielen sich die unterschiedlichen Helden unterschiedlich genug, um immer wieder gegen die Ratten loszuziehen. Also auf zur Jagd! Killing Floor 2 möchte vor allem durch seine detaillierte Gewaltdarstellung punkten. Dabei verbirgt sich hinter den fliegenden Körperteilen ein gut balancierter Koop-Shooter, der auch ganz ohne Splatter funktionieren würde. Egal, so macht's noch mehr Spaß, Sets, keine Zombies, mit dem teils wirklich abgedrehten Waffenarsenal wie Sägeblattwerfern oder Nagelpistole zu dezimieren. Jede der bisher 6 Klassen erfordert dabei ihre eigene Spielweise. Nur wer mit den anderen zusammenarbeitet, kann sein volles Potenzial entfalten und gegen die immer härter angreifenden Gegnerwellen bestehen. Damit dabei keine Langeweile aufkommt, versorgt der Entwickler Tripwire die Community regelmäßig mit neuen Karten, Klassen und Monstern. Schließlich soll die Monsterjagd nicht in sinnbefreitem Grinding enden, sondern langfristig motivieren. Mit Siege kehrt die altehrwürdige Rainbow Six Serie wieder zurück, trennt sich dabei aber von einigen altbekannten Serientraditionen. Die Entwickler von Ubisoft Montreal verzichten auf eine aufwendige Solo-Kampagne und den Story-Unterbau der Vorgänger, liefern dafür aber kompromisslose Multiplayer-Feuergefechte zwischen zwei Spezialeinheitenteams. Und in denen besteht nur die Mannschaft, die sich abspricht und koordiniert gegen den Feind vorgeht. Spätestens wenn ein komplettes Team gleichzeitig mit Sprengladungen durch Wände, Fenster und Türen einen Raum stürmt und die chancenlosen Gegner ausschaltet, wird klar, weshalb die Entwickler eines der aufwendigsten Zerstörungssysteme der jüngeren Spielegeschichte gebastelt haben.